So, wir haben 7:43 Uhr, der 24.08.2013. Wir sind schon wieder außerhalb der Wohnung. Wir sind im Moment noch so doll vergiftet, dass wir noch nicht richtig sehen können. Also noch keine Arbeit am Smartphone tätigen können. Es geht hier einfach unverändert weiter. Man denkt, man kommt so durch und kann das so weitermachen. Ach so, was Sie sehen, das ist der Grüneburgpark hier in Frankfurt. Und wir haben auch keinerlei Post von Amt für Wohnungswesen. Man begeht weiter kriminellste Handlungen gegen uns. Ich möchte auch nochmal Miesbach und Co. warnen. Ne? Ich durfte auch ihren Mann jetzt kennenlernen und Soni Matz, dass sie sich zusammenreißen und uns in Ruhe lassen. Sie wissen nicht, ob wir das überleben, und ich werde mir das von Ihnen garantiert nicht gefallen lassen. Ne? Wir haben für Sie keine Zeit. Sie können absolut nichts. Und dementsprechend sind Ihre Leistungen. Sie haben schon Arrogantus Dummus. Das baut Sie natürlich auf, wenn Sie in unsere Wohnung gucken, wie die aussieht. Möchte ich auch noch mal was zu sagen wegen Wahrheitsgehalt. Wir hatten dann endlich die Wohnung sauber. Nach und nach und Stück für Stück. Und dann kam der Sandsturm bei dem ersten schweren Gewitter. So, und jetzt eigentlich hätten wir die Wohnung nicht sauber machen brauchen. Jetzt sieht sie wieder genauso aus. Und die Rüstungen, die tragen dazu natürlich bei. Wir werden da weiter vergiftet. So, und auch Frau Miesbach wird da was abdrücken. Da sind weiter Schwarzübernachtungen, da werden weiter Drogen gelagert. Ich weiß nicht, ob man wirklich im Keller war, aber selbstverständlich hat man dann nur nach Drogen geguckt. Die ganze Stadt ist involviert und macht mit. Ich muss noch ein bisschen runter machen, da kommt hier kommt ein Läufer vorbei. Und ja, die Vergiftungen sind doll. Wo war ich stehen geblieben? Ja, bei Frau Miesbach. Auch sie wird schön dann abdrücken. Und das kleine Pennerle, was so gelogen hat am 2.4. auch vor den Polizisten, der läuft auch immer um uns rum und raucht da seine Zigarren oder Zigaretten oder so. Ne? Lassen Sie es sein. Also auf keinen Fall werden wir uns da provozieren lassen. Hören Sie auf, um uns dumm zu tun. Wenn wir es überleben, und Sie wissen nicht, ob wir es überleben, sind Sie sonst voll dran. Sonst drücken Sie jetzt nachher schön was ab. Das ist total moderat, das werden Sie auch schaffen, der Nadi. So, und ansonsten, hören Sie auf, was zu verdrängen. Sie sind eingebrochen, Sie sind einfach in unsere Wohnung stehen geblieben, Sie haben unseren Gasdurchlauferhitzer, der hier Gastherme heißt, einfach zerstört. Okay. Sie waren damit bei, unsere Leitungen zu verstopfen. Sie wussten genau, was los war, Sie haben einfach die Heizung nicht angemacht. Ne? Zusammen mit dem Amt für Wohnungswesen. Dann sind ihnen überall die ganzen Heizungsrohre kaputt gegangen. Natürlich bei uns nicht, weil wir geheizt haben. Richtig. Ich bin hier nicht Ihr Plüschi. So, und spielen Sie weiter rum. So und sonst nicht. Das ist ja gut, dass Ihr Mann angeblich Arzt ist oder so. Dann können wir uns ja gütlich tun. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Schon alleine, dass wir keinen Briefkasten haben, das können Sie schon gar nicht bezahlen, Frau Miesbach. Und was da in der Wohnung passiert ist, das werde ich Ihnen niemals vergessen. Das ist ein Ding, dass Sie mir hier weiter auf der Nase rumtanzen. Mit Ihrem dummen Drogenkopf. Seien Sie froh, dass Sie mir Respekt entgegengebracht haben, wie ich es gleich gefordert habe, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Wir sind nicht Ihresgleichen, wir sind ganz oben. Und Sie sind kleine, billige Emporkömmlinge. Ich mag sowas nicht. Die arrogant auf andere runtersehen. Nichts anderes. So wie Sie Ihre Arbeiter da behandelt haben und wie dumm Sie da getan haben. Na, das ist doch schlimm. Schämen sollten sich was. So, aber das ist nicht meine Sache. Auch Sie werden sich rauskaufen. So, und dieser kleine Pittiplatsch, der ist mit 2.500 Euro dabei, ne? Der nur gelogen hat. Und uns die Gastherme kaputt gemacht hat. Und uns dann auch noch unser WC-Becken, dass es eingerissen ist. Genau. Klein Pittiplatsch ist mit 2,5 dabei. Na, und Sie zahlen ein bisschen mehr. Das werden wir jetzt im September bekannt geben. Wir haben im Moment keine Zeit.
Aber ich möchte auch nochmal international sagen, sie wird nur von der Stadt geleitet, nichts anderes. Sie können natürlich in unsere Zimmer reingucken. Ja, wenn uns da jemand gewunken hat und sie das so, war eigentlich weit genug weg. Ich habe keine Einstellung. Ja, man kennt uns hier, ne? Und ja, so ist das dann. Jedenfalls möchte ich, dass man das da jetzt regelt. Da steckt die Stadt hinter. Möchte ich auch nochmal sagen, wir können das natürlich nicht hochladen und sichern. Jeden Tag, es sei denn, wir wurden bedrängt, haben wir alles genauestens dokumentiert. So, jetzt sind wir wieder so doll vergiftet, nun halten sie auch gar nicht mehr die Mülltonnen voll. Im Moment. Im Moment sind die Mülltonnen alle leer. Gut, ich fasse das nicht mal an. Ich bin hier nicht irgendwie der Mülltonnenkramer oder so. Man sieht zu, dass wir diese Sachen, die man uns reingestellt hat in eine Wohnung und diesen ganzen Müll, das möchte ich nochmal sagen, wenn wir es gehört, nicht loswerden. Wir müssen die Fenster auflassen und das ist natürlich Schmutz. Da setzt sich natürlich was ab, wenn er noch keine Ahnung hat, wenn ein Baugerüst vor seinem Fenster steht. Dieser ganze Straßenschmutz setzt sich da wunderbar schön ab. Und so wie das dann trocknet, dann haut es rein in die Fenster. Man hat gar keine Chance. So, gleichzeitig werden wir vom Gerüst begast. Stasi hat wahrscheinlich aufgegeben, reinzukommen, weil sie endlich gemerkt haben, wie stabil das alles ist. Das ist schon unglaublich, was wir uns hier bieten müssen, dass man es überhaupt versucht hat. So, und auf dem Gerüst möchte ich auch sagen, sage ich lieber schon, ne? Dass das die Polizei war, die uns dann nachts um 3 auf dem Baugerüst besucht hat. Das waren die ersten ganz heißen Tage. Das war die erste Nacht, wo es weit über 30 Grad war. So, man wollte uns nur zwingen, dass wir entweder Fenster aufmachen, das sollte ein Zugriff sein. Da war schon ein Genosse, das war bestimmt hier Volkspolizei, ehemalige Volkspolizei, der stand dann schon an dem Fenster, wo er einen angeklopft hat, sollten sie hören. So, und das andere Klopfen konnten sie nicht hören. Also, das war ja ganz schlimm. Das möchte ich auch nochmal sagen, was hier läuft. Das war am 18. Juni. Wir nehmen an, das war wegen Prism und alles andere. Das sollte uns ablenken, weil, na, denen war klar, wenn ich das lese, zu wenig da stehe. Weil da muss man zu seinen Geheimdiensten stehen, aber das war ein Polizeieinsatz. Die haben wirklich gesagt, dacht, wir sind so dumm und machen Fenster auf oder was weiß ich irgendwie. So, und da möchte ich auch nochmal daran erinnern, was Sie da sehen. Ich nehme an, das waren so 5, vielleicht auch 10 Knaller, die da waren. Diese Knalle haben wir nicht aufgenommen. Es kann sein, dass die Stasi die woanders gemacht hat oder so, oder weiter weg und dann den Rest dann dahingelegt hat oder so. Bei den Chinesen. Das kam mir ganz komisch vor. Das sollten Sie dann auch sehen. So, ich möchte erstmal abbrechen, aber ich möchte unbedingt warnen. Wir wollen eine Wohnung und dafür sorgt man auch. Und ich möchte davor warnen, dass man jetzt dumm tut. Sie halten jetzt weiter schön still. Und ich möchte auch sofort einen Briefkasten haben. So, und wenn junge Menschen das hören, möchte ich ihnen das auch nochmal sagen. Die sind hier alle so korrupt. Die würden sich sofort um unser Geld kümmern. Und wir wären doch dumm, wenn wir lügen würden. Das ist strafbar. Das ist wohl schon strafbar, wenn einer behauptet, da 1000 Euro und die Stasi hat das gestohlen. Nehme ich an, ich weiß es nicht. Wir kennen uns ja nicht so aus mit der Gesetzgebung. Und da sollten Sie mal drüber nachdenken, was wir gesagt haben. Und wir mussten das sagen. Uns blieb da einfach nichts anderes übrig. Man wollte uns andauernd töten. Und die Welt sollte doch wenigstens noch wissen, was los ist. Heute kann ich mir vorstellen, dass da einiges unglaubwürdig war. Aber glauben Sie mir, das ist aber alles richtig. Und wir wundern uns sehr, was man uns hier bietet. So, und auch in den korrupten Behörden hier überall fahren sie endlich ihre Hirne hoch, damit wir uns mit ihnen unterhalten können. Aber ich möchte mich mit ihnen nicht mehr unterhalten. Nur noch schriftlich. Was bilden sie sich ein hier? Möchte ich auch mal jungen Menschen sagen, der ganze Kapitalismus taugt nichts, wenn man nicht ganz oben sein kann, wo man hingehört. So, und uns ist jetzt auch noch ganz wichtig, dass jeder weiß, dass wir ganz oben hingehören. Weil das ist für diese ganzen Kriminellen ganz wichtig. Weil sie denken alle, sie sind die Größten. Und dann ist immer gut, wenn man weiß, dass dann auch welche sind, oh, da läuft alles noch ein bisschen ganz anders und die sind nicht kriminell und die sind ganz oben, weil sie dahin gehören. Das ist immer ganz gut, dass man das dann im Hinterstübchen noch ein bisschen weiß. Das ist dann immer so ein kleiner Dämpfer, weil das ist ja unglaublich.
Das ist unglaublich, was wir erleben. Und das ist total lächerlich, was sie uns hier bieten. So, und auch wir sind nicht die Größten. Es gibt garantiert auf der Welt welche, die noch mehr können. Da bin ich überzeugt von. Überall ist immer einer, der besser ist. So ist das mal im Leben. Aber wir werden schon ziemlich hoch angebunden sein. Und deshalb bitte ich Sie, wenn Sie Antworten im Internet suchen, da bin ich auch enttäuscht, dass Ältere denn bei Diskussionen dann einfach irgendwas raushauen, ne? Weil sie denn ihr eigenes Leben nicht verstanden haben und junge Leute da wahrscheinlich Antworten suchen. Guten Morgen. Und ja, hübscher Hundi. Und ja, hat mich der Hund ein bisschen durcheinander gebracht, ja. Ich bin natürlich wieder total betäubt. Und die Antworten nicht finden. Und es scheint ein Generationsproblem zu geben. Und es scheint auch ein Problem zu geben, dass andere nicht richtig Platz machen können. Und es scheint ein Problem zu geben, wenn wir erst 10 Meter von der Person, die uns entgegenkommt, Platz machen, dann sind sie verwirrt, dann laufen sie uns aus Versehen auch im Weg. Wir müssen also 30, 40 Meter vorher schon Platz machen. Das ist unglaublich. Worauf ich da schlussfolgere, ich bin Psychologe, das ist einfach Hirnleistung. Das ist einfach Hirnleistung, die einfach nicht da ist. So, und da dachten wir, da läuft uns die Stasi rein. So, und wir dachten, die sind hier alle Stasi, nee. Die sind hier alle nur total korrupt. Und die Stasi hat sie super schön benutzt. Die meisten werden dann gar nicht mitbekommen haben, dass die Stasi dran ist. Die machen sich jetzt erst in den Hosen. Weil erst dachten sie nachher wohl, wir sind auch so eine Krähen oder Aufschneider und Angeber, ein bisschen blöd oder so. Na, wir passen zu ihnen. Und man kann mit uns nochmal besser verhandeln. Weil ich denke nur an Bert, ne? Ob ich eine extra Wurst haben will oder so. Das ist unglaublich. Das muss ich mir von so einem Penner sagen lassen. So ein Bergi-Freund. Jung, du kannst sowieso nichts mit dich selbst anfangen. Ich habe dich jetzt mal gesehen, wo ich nicht so betäubt war. Na, das ist aber schlimm, dass ich mich von so einem Hampelmann schlagen lassen musste. Also das ist schon ein Ding. Das ist schon ein Ding. Deshalb, ihr Pfeifen, ihr reißt euch hier schön zusammen, alle. So ist das ja mit den Kerle. Die haben ja immer unwahrscheinlich Muskeln und so. Ihr reißt euch hier alle schön zusammen, Freunde. Richtig. Wehe mich fest noch so ein Dussel an, dann mache ich aber Alarm. Da könnt ihr euch aber drauf verlassen. Ne? Ich hau mich hier bestimmt mit keinem. Ja, das ist richtig. Wer bin ich dann? Heute verstehe ich auch, wie Oma das gesagt hat. Laufwerk, hau dich nicht mit denen. Wie ich ganz klein war. Ich gesagt habe, Oma, die verhauen mich immer. Ja. Mann, ich bin Prinzregent. Na, und der bin ich. Und ich war das schon immer. Und ich muss nicht irgendwo was sein. Und das ist doch sagenhaft hier. Das möchte ich mal jungen Leuten sagen, wenn sie es nicht so erkennen, weil sie nicht so die Lebenserfahrung haben oder weil ihnen Eltern das nicht sagen konnten. Also, das ist aber sagenhaft, was es hier alles für Selbstdarsteller sind. Sie können nichts, sie tun so, als wenn sie was verstehen und haben nur einen großen Mund. Das ist so widerlich. Oh, ich werde mal unterbrechen. Danke.